Mein Cube of Meat hat mich gerettet. Sehr gut. Mein Gott, diese scheiß Fliegen, ey. Spinnen. Gehen die mir auf die Ketten, ey. So. Gut, dann gehen wir mal weiter hier. So, wo geht's denn hier oben lang? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, sehr gut. Hui. Das war ganz schön. Das können wir mitnehmen. Das ist cool. Ja, anders als wir sonst immer. Sonst nehmen wir immer das Herz nur mit, wenn wir auch in die nächste Ebene gehen. Aber mit diesen blauen Herzen ist das eigentlich gar kein Ding. Denn, ja, man kann sofort das einfach mitnehmen, weil man sowieso erstmal die blauen Herzen verlieren muss, um diesen Herzcontainer zu verlieren. Oh, das könnte trotzdem durchaus passieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt darf ich echt nochmal in diesen Drecksraum rein. Alter, ist das deine Wahrheit? Jetzt habe ich echt meinen Scheiß... Oh Gott, ich renne hier weg, ey. Lass mich hier los. Los raus hier aus der Ebene, ey. Das ist ja grauenvoll. Das ist ja echt nicht wahr. Ey, da haben die mir jetzt echt zwei Herzen abgezogen in dieser Scheiß-Ebene. Und... Oh Gott, schnell weg hier. Schnell weg hier, ey. Ja, das war natürlich nicht so erfolgreich. Hm. Wir hätten jetzt ein Herz mehr haben können. Ich hätte einfach gehen sollen wahrscheinlich. Wäre dann doch sinnvoller gewesen. Ah, da war schon der Zyklon. Okay. Das sind übrigens auch scheiß Gegner eigentlich, weil anders als alle anderen Gegner, die man wirklich mit einem Schuss platt macht. Ja, natürlich. Kann man diese Gegner nicht platt machen. So, The Stars. Bringt uns eigentlich in den Schatzraum. Da wir aber keinen haben, war das irgendwie doch nicht so cool. Ah, da habe ich mich jetzt echt selber weggesprengt. Oh Gott, ey. Dieser Typ, ey. Dieser Typ. So. Eigentlich wäre ein ganz cooles Upgrade, wenn wir fliegen könnten. So. Die Karte Death macht einfach nur Schaden am Gegner. Oh, lass mich irgendwas Cooles finden. Das Herz. Das ist schlechter. Das Herz lässt uns einfach öfter Herzen finden. Ist jetzt nicht wirklich das super klasse Item, muss ich zugeben. Ich hoffe, wir finden jetzt nochmal was im Shop. Also am besten wäre, wenn wir diese Nonnenkutte finden würden. Denn ja, diese bewirkt... Aber ich hasse solche Räume einfach echt. Wenn man so wenig Platz hat, dann ist einfach mit Dr. Fetus der Tod. Weil man kann wirklich nur diese Bomben schmeißen und wenn man dann so wenig Platz hat, dann ist das einfach nur richtig das Grauen. So, zack. 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 Stirb. So, wir werden jetzt mal hier ein bisschen rumspielen. You will die alone. Danke. Wirklich aufbauend, die Worte. Kriegen wir überhaupt noch was hier? Wake up. Yay! Hat sich ja voll gelohnt. Ah, sehr gut. Weg hier, ey. Fliegen ist echt was Schönes. Also wenn man fliegen kann, ist echt richtig... Oh, warte mal, nee, das ist ja die Mutter. Oh, Münzen. Let's go deeper. Was hier? The Empress? Okay. Brauchen wir nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm her. Ja, diese Gegner...
werden sich jetzt wahrscheinlich einige fragen, warum zum Teufel? Oh Gott. Hat er dieses Item gerade benutzt? Gegen solche Luschengegner? Aber diese Viecher, ne, die kotzen mich an, ne. Unglaublich. Denn diese Viecher, die springen einfach 100 Mal rum und wenn man die mit den, ja, um die mit den Bomben zu treffen, da braucht man, glaube ich, 1000 Jahre. Also das ist wirklich die größte Qual, diese Viecher mit den Bomben zu treffen. Oh, ich dachte gerade, der trifft mich noch. Speed up, jawohl. Speed up ist schön. Da gehen wir nicht hin. Oh Gott, wirklich? Ist das deine Wahrheit? Dieser scheiß Knecht, ey. Schon das zweite Mal hier, der Greed. Wir haben 70 Münzen. So, The Hanged Man können wir uns mal aufheben. Ist nämlich ganz cool, denn wir können damit... Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. Ja, ich ahne Schlimmes. Es passiert auch Schlimmes. Wir können damit nämlich fliegen für einen Raum. Gott, ey. Kriegt das nur auf die Ketten hier. Also. So. Ja, wir können für einen Raum fliegen, wollte ich sagen. Und das ist eigentlich ganz cool für manche Räume. Dem Bettler kann man Leben geben und der gibt einem dann auch Items. Ähnlich wie der normale Bettler. Nur halt, ja, mit Leben. So, wir können jetzt auch direkt hier... Zum Boss. Das ist nämlich die Mutti. Die Mutti, die Mutti. Ja, brauche ich glaube ich nicht nochmal erklären. Ist relativ simpel eigentlich. Wir werden uns jetzt hier auf die äußeren Dinger beschränken. Oh, komm schon. Sagen, das ist gar nicht so einfach hier. Also der andere Boss ist um einiges einfacher, die andere Mutter. Die andere Mutter ist auch gut. So, stirb. Was? Der hat mich nochmal getroffen? Oh mein Gott. Ja, wir kriegen endlich mal ein HP-Upgrade. Das gibt's ja gar nicht. Ist ja unglaublich. So, dann gehen wir mal in die nächsten Ebenen. Und ja, jetzt wird's ein bisschen tricky, denn ja, jetzt bekommen wir ja ein ganzes Herz Schaden, wenn wir Schaden nehmen. Das heißt, wir müssen uns relativ schnell zügig den Ausgang bewegen. Sehr gut. Das war schon mal ein sehr schöner Raum. Blub. Sehr gut. Immer wieder unser Book of Revelations, eigentlich ganz cool. Ja, es sei denn natürlich, man rennt einfach nur in seine eigenen Bomben rein, wie so ein Vollhorst. Also das ist ja wirklich auch wieder ein ganz großes Kino hier. Unglaublich. Der, wer braucht schon... Ich glaube, wenn ich das Book of Revelations nicht mitgenommen hätte, wäre ich wahrscheinlich schon längst gestorben. Also die ganzen Herzen, die ich jetzt hier schon verloren habe, ey, das ist ja... Umbilical Cord, was macht das denn nochmal? I don't know. Wir nehmen aber einfach mal das nicht mit. So, dann der kopiert einfach unsere Bewegungen. Relativ simpel eigentlich. Das ist der Larry in ja, versteckter Ausführung. So, noch ein blaues Herz und wir gehen zum Bosskampf. Es ist Death. Ja, Death ist einer der vier Reiter und nicht gerade irgendeiner, sondern echt der schwerste, würde ich fast sagen. Mein Gott. Was hält er denn aus hier? Da
das scheiß Pony. So, wir kriegen natürlich wieder einen Cube of Meat. Das heißt, wir haben jetzt unseren Kopf vom Meat Boy und gehen in die nächste Ebene. Denn, ich habe ja schon gesagt, in den Wurms werden wir auf jeden Fall nicht in alle Ebenen, also in alle Räume gehen. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen, erstmal die beiden Viecher hier platt machen. Oh. So, jetzt warten wir erstmal ab. So, her mit dem blauen Herz. Pretty Fly. Okay, können wir ja mal mitnehmen. Und was haben wir hier? Ein Herzraum. Okay. Gut. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier für unseren Mutterkill. Denn wir haben relativ viele Herzen. Wenn wir jetzt nicht gnadenlos reinfeeden wie ein Boss, dann ja, dürfte das hier eigentlich gar kein Ding werden. Und anders als die normalen Runs hören auch diese Runs sofort bei dem Mutterkill auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Boah, Alter. Das war aber echt ziemlich lucky, dass ich da nur ein Herz verloren habe, ey. Denn der Gurdy in zweifacher Ausführung auch noch, oder Gurdy Junior eher gesagt, der ist ganz schön strong. Der hat gerade zwei Bomben überlebt, hab ich da richtig gesehen? Oh Mann. So, stirb. So. Oh, jetzt muss man echt da hinten lang. Oh Gott. Ja, ich bin am überlegen, wir können ja noch Hanged Man benutzen. Eigentlich brauchen wir nicht unbedingt, aber. Ach, ich hasse diesen Boss so, ne? Weil er so schnell ist. Das ist total nervig. Two of Spades. Ja, wir haben zwei Schlüssel. Brauchen wir zwar nicht, aber gut. So. Rechts, Bossraum? Nein. Oh mein Gott. Nicht der Hollow, ey. Ja, sehr gut. Das sieht gut aus. Diese Viecher erstmal zu treffen, ne? Das ist gar nicht so einfach. Was? Also, was haben wir hier? Range Up. Ich weiß nicht genau, wie viele Range Up Sachen wir jetzt schon bekommen haben, aber es waren einige. Bomberman gegen Bomben. Wow. Das war wirklich sehr, sehr easy. Oh mein Gott. Ah, shit. Hat er mich echt noch getroffen. Oh, das heißt, da unten ist echt der Bossraum. Oh, müssen wir hier 100 mal querfeld einlatschen. Das ist natürlich nicht so cool. So, dann wollen wir mal hoffen, dass hier sofort der Bosskampf kommt. Oh, natürlich nicht. So, diese können einfach nur einen Laser verballern. Das klärt sich, denke ich, mal von selbst. Oh, stirb. Das war Loki. Das war ich selbst. So, und jetzt kommt Mutters Herz. Das sollte überhaupt kein Problem sein mit den Bomben. Erstmal hier die beiden Viecher platt machen. So. Und jetzt macht man den einfach Brain AFK. Hält man gedrückt. Ja, warum ist nicht jeder Bosskampf so? Ich sag ja, Dr. Fetus ist eigentlich die einfachste Challenge. Und wir haben jetzt Mega Fetus. Mega Fetus, habe ich ja gesagt, ist dieser Typ. So, wir gehen mal hier in den Holy Raum. Ich weiß gar nicht. The Nail haben wir auch gekriegt. Und wir können sogar wieder ins Sheol, glaube ich. Oder können wir in die Kathedrale? Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Wir können ins Sheol. Okay, dann machen wir halt nochmal das Sheol. Ich weiß zwar nicht genau, was das bringt hier, aber wir können ja mal versuchen.
Wir gehen mal hier in den Secret-Room. Münzen, ja, davon haben wir auf jeden Fall noch nicht genug. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch einige mehr. Oh Gott, oh Gott. Macht ihr euch einfach mal vom Acker, bitte. So. Oh mein Gott, diese Viecher sind wieder nicht so cool. Buchraum. Book of Shadows ist einfach super klasse, denn damit können wir uns unverwundbar machen. Und das ist einfach nur super. Oder ich renne meine eigenen Bomben rein, das macht voll Spaß. Alter, dieser Typ, ey, der ist auch fast wie ein Flitzebogen, ey. Boah. Heilige. Jetzt stirb doch! Also, her mit dem Herz. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwas bekommen, wenn wir das Scheol jetzt frei wieder kaputt machen. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich hab einfach mal eine Runde. Ach so. Einmal Greed reicht nicht. Nee, da muss zweimal Greed kommen und auch noch irgendwelche anderen Kackgegner. Muss natürlich sein. Sehr gut. Wie gesagt, genug Münzen haben wir auf jeden Fall nicht. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Lass mich einfach die Tür hier aufsprengen. Ich will hier raus. Denn da war kein Weg. Das war ein klein bisschen schummeln, aber ich habe keinen Bock hier gegen diesen hässlichen Fistula-Gegner zu kämpfen. Der ist nämlich wirklich unschön. Blub. Okay, hier machen wir mal gar nichts. Oh Gott. Oh Gott. Boah, das ging ja sogar noch relativ gut aus hier. Ach du Scheiße. So, mal gucken, was wir hier haben. Ein Secret oder ein Herzcontainer, eher gesagt. So, jetzt müssen wir mal langsam mal hier Richtung Bossraum gehen, oder? Das müsste doch mal hier drin sein. Alter, schon wieder drei von diesen Knechtboys. Wow! What the fuck, ey? Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stirb einfach. Okay, ab zum Bossraum. Den müssen wir doch eigentlich schaffen, oder? Wir haben das Book of Shadows. Mom's Knife haben wir freigeschaltet. Yay, sehr gut. Und ja, das Book of Shadows war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir gehen jetzt in die Kiste rein.
Und dann mal gucken, was da so Tolles auf uns wartet. Gut. Dasselbe Ending wie beim letzten Mal. Ja, wir haben es wieder geschafft durch das Shield. Da haben einige coole Sachen freigeschaltet. Haben jetzt natürlich auch unsere erste Challenge hier, Doctor's Revenge, abgeschlossen. Und ja, muss ich sagen, war wirklich ein sehr, sehr cooler Run. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir können ja mal überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Es gibt hier noch einige Challenges. Oder wir werden einfach mal mit Judas spielen. Mit Judas haben wir nämlich noch nicht gespielt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Runde Binding of Isaac oder beim nächsten League of Legends Let's Play. Haut da rein und viel Spaß.